Heute geht es um das Thema Biodiversität. Wie sieht sie konkret in der Praxis aus und wie können wir den Anbau zum Beispiel von Blühstreifen und Co. weiter optimieren? Meine Gäste heute sind allesamt der Natur verbunden, aber aus ganz verschiedenen Perspektiven. Sehr herzlich begrüße ich hier zu meiner Rechten Frau Stefanie Peters. Sie ist Betriebsleiterin der Agrofarm GmbH in Nauen. Sie ist Diplom-Biochemikerin und als Abteilungsleiterin verantwortlich für das operative Geschäft des landwirtschaftlichen Betriebs und quasi Herrin über 2300 Hektar. Seit 2017 ist die Agrofarm gehört sie zu den Forward-Farmen von Bayer Crop Science. Dort werden alternative Bewirtschaftungsmethoden ausprobiert. Nebenbei schreibt sie an ihrer Dissertation in Tübingen und engagiert sich für Ausbildung und Führungskräfte-Nachwuchs. Zu meiner Linken begrüße ich sehr herzlich Julia Köbele von Bayer Crop Science. Sie hat Kommunikation und Volkswirtschaft studiert, war bei den Vereinten Nationen, hat Entwicklungshilfe geleistet, war in Brüssel und tätig im Europäischen Parlament und in der Europäischen Kommission. Bei Bayer Crop Science ist sie seit 8 Jahren sogar, ist heute im Bereich der Nachhaltigkeit tätig. Ihr Schwerpunkt ist Biodiversität. Sie interessiert sich für Vögel und ist Hobby-Ornithologin. Naturverbunden sind natürlich auch meine beiden nächsten Gäste, die wir zugeschaltet haben. Sehr herzlich begrüße ich Dr. Manfred Klein. Er ist Leiter des Fachgebiets Naturschutz in der Landwirtschaft beim Bundesamt für Naturschutz. Er ist Biologe, hat in seiner Dissertation sich ja mit einer in der biologischen Unkrautbekämpfung eingesetzten Rüsselkäferart befasst und ist seit 1991 beim Bundesamt für Naturschutz und als Wissenschaftler beschäftigt und leitet seit 1998 das Fachgebiet Naturschutz im Agrar- und Waldbereich. Seine Schwerpunkte sind natürlich Biodiversität, genetische Vielfalt sowie die Dynamik in der Kulturlandschaft. Und last but not least begrüße ich auch sehr herzlich Herrn Jörg Andreas Krüger. Er ist Präsident des Naturschutzbundes in Deutschland. Er engagiert sich schon seit seinem 12. Lebensjahr für den Schutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt und ist heute Hobbyjäger. Nach einer Verwaltungslaufbahn und einem Studium der Landschaftsarchitektur stieg er 2004 beim NABU ein. 2013 wechselte er auch mal zum WWF und seine Themen sind Biodiversität und Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks. Und im November vergangenen Jahres wurde er dann zum Präsidenten des Naturschutzbundes gewählt und in diesem Sommer auch in die Zukunftskommission Landwirtschaft berufen. Herzlich willkommen. Ja, unser Thema heißt ja Biodiversität konkret und da steigt man doch eigentlich am besten direkt mit der Praxis ein. Und wir haben mit Frau Peters eine ausgewiesene Praktikerin mit viel Erfahrung, was Blühstreifen angeht. Frau Peters, ich wollte Sie einfach mal fragen, wie sind Ihre Erfahrungen? Was machen Sie genau auf der Agrofarm mit Blühstreifen und mit diesen Themen? Ja, genau. Wir haben 2017, wie Sie schon richtig sagten, mit dem Bayer Forward Farm Projekt angefangen und werden da auch tatkräftig von Experten unterstützt. Dazu zählen natürlich die Kollegen von Bayer, dazu zählen aber auch das IFAB-Institut aus Mannheim. Begonnen haben wir mit ganz einfachen Versuchen, zunächst mal die sozusagen optimale Mischung für unsere Breitengrade hier rauszufiltern. Sie haben uns also ein paar Vorschläge gemacht. Wir haben angefangen, die ersten Hektar Blühmischungen auszusehen und haben das jetzt über diese 3 Jahre erweitert im Prinzip. Also wir testen eben diese verschiedenen Mischungen, wir testen verschiedene Aussaatzeitpunkte und die Kollegen vom IFAB in Mannheim bonitieren dann regelmäßig bei uns, für welche Arten welche Blühmischungen besonders attraktiv sind. Unser Ziel ist es, dass wir eine Art Vernetzung dieser Blühstreifen schaffen, um so sozusagen breites Spektrum an Kleintieren, Insekten etc. anzulocken und einen Lebensraum zu schaffen. Mhm. Und auf wie viele Hektar haben Sie denn jetzt schon Blühstreifen? Wir sind jetzt aktuell Saison 2019/2020 bei 40 Hektar und haben jetzt fürs nächste Jahr nochmal 10 Hektar mehr geplant, um die 10 Hektar mehr. Wobei ich auch sagen muss, dass jetzt seit dem 01.01.2020 gibt es in Brandenburg ein Förderprogramm für Blühstreifen und
auch diese Hektar, die wir dort jetzt mit angemeldet haben, die zählen auch in diese 40 beziehungsweise dann 50 Hektar mit rein. Sie sagten, Sie probieren ja auch viele Blühmischungen, also Saatgutmischungen sozusagen aus. Ist das dann so ein wichtiges Thema dabei? Ja, natürlich. Also wir haben ja zum Teil bei uns in Brandenburg andere Wetterbedingungen, als es vielleicht im Westen oder Süden vorhanden ist. Wir haben andere Böden, also ganz andere Bedingungen, sodass man da schon gucken muss, wenn ich da 37 Arten irgendwie in der Mischung habe, aber nur 3 oder 12 nachher auflaufen, dann macht mein Blühstreifen nicht viel Sinn. Also da muss man eben ein bisschen ausprobieren. Da sind wir auch gut dabei und haben auch schon erste Erfolge gesehen. Frau Köbele, Sie sind ja auch bundesweit sehr viel auf verschiedenen Farmen auch einfach unterwegs. Was ist Ihre Beobachtung eigentlich? Was machen die Landwirte? Welche Erfahrungen haben die dort auch zum Beispiel mit Blühstreifen gemacht? Also was uns bei dem ganzen Thema Biodiversität wichtig ist, ist, dass, das klang ja eben auch schon bei Frau Peters an, dass wir Landwirte mit dem Thema nicht alleine lassen. Dafür ist es zu komplex, zu schwierig. Und man sieht es auch bei dem Thema Blühstreifen, dass man immer wieder weiter optimieren muss. Also das ist uns ein ganz wichtiger Punkt. Man kann nicht einfach sagen, wir legen jetzt mal Blühstreifen an und dann funktioniert es, dann habe ich automatisch die Arten und habe automatisch meine Biodiversität erhöht. So einfach ist es leider nicht. Das heißt, wir brauchen da immer auch die Expertise natürlich vom Naturschutz an Bord. Und das genau versuchen wir auch umzusetzen auf den Betrieben. Versuchen, gewisse Dinge auszuprobieren. Wir haben Betriebe, mit denen wir schon seit 10 Jahren zusammenarbeiten, wo wir immer ständig noch dabei sind, die Blühmischung weiter anzupassen. Da wird mal eine Pflanze rausgenommen, eine andere wird wieder reingenommen. Und so machen wir das bei Blühstreifen, aber auch bei vielen anderen Maßnahmen, die ja auch für die Biodiversität förderlich sein können. Was uns bei der Sache wichtig ist, ist, dass es muss immer die Ökonomie des Betriebs und die Ökologie zusammenpassen. Also wir wollen auf den Betrieben keine Maßnahmen umsetzen, die nur förderlich sind für die Arten, die aber dem Landwirt in der Konsequenz Probleme auf dem Acker machen können. Also ich glaube, die Balance müssen wir immer gut hinkriegen. Ja, ich wollte dann auch ganz gerne mal den Herrn Dr. Klein dazu fragen. Wie ist denn, Sie sagten ja, Frau Köbele, dass es sehr viel ausprobiert werden muss, dass man auf sehr viele Dinge achten muss. Herr Dr. Klein, wie ist denn das aus Sicht des Bundesamtes für Naturschutz? Wie können Sie da einfach Landwirte unterstützen oder beraten? Was ist dort aus Ihrer Sicht besonders wichtig? Ja, guten Morgen in die Runde. Wie Sie mich ja vorgestellt haben, sind wir auf Bundesebene tätig. Das heißt, das Bundesamt für Naturschutz hat die Möglichkeit, über Demonstrations- und Modellprojekte hier voranzugehen. Und es ist erfreulich, dass wir offensichtlich ähnliches Spektrum haben, wer Spezialist ist. Das IFAB ist nicht nur für Bayer Future Farms tätig, wenn ich recht in Erinnerung habe, ist es auch für NABU tätig und es ist auch in Forschungsvorhaben für das Bundesamt für Naturschutz tätig. Das heißt, wir sind auch in diesem Zug dabei, dieses Instrument Blühstreifen, so wie wir es vorfinden, mit seinen Regularien, die von der Agrarförderung vorgegeben sind, zu optimieren und gleichzeitig aber auf Bundesebene daran zu arbeiten, die Regularien so auch zu gestalten, dass Blühstreifen als ein Element, es ist ja nicht die Biodiversität, die man mit Blühstreifen schützt, es ist ein Ausschnitt der Biodiversität und mit einem Schwerpunkt auf Insekten und Bestäubern, dass dies optimiert werden kann. Ja, da zu den Regularien und der Förderpolitik kommen wir auch gleich noch. Also ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen zu der Effektivität auch von Blühstreifen. Herr Krüger, Sie sind ja auch sehr naturverbunden und wollen auch, dass Biodiversität gefördert werden. Wie schätzen Sie das zu den Blühstreifen ein? Ist das richtige Instrument? Ja, guten Morgen. Auch von meiner Seite ist es auf jeden Fall eins der richtigen Instrumente, wenn sie sinnvoll eingesetzt werden. Und das, was ich eben von Frau Peters und von Frau Köbele gehört habe, geht ja genau in die Richtung. Man muss gucken, was ist in der jeweiligen Anbau- und der Wuchsregion das, was funktioniert, das, was fliegt. Man muss sich dann darüber Gedanken machen, welche Mindestbreite muss zum Beispiel so ein Blühstreifen haben, wie kann man ihn vernetzen und verbinden über die Landschaft hinweg, wie Frau Peters das eben schon angedeutet hat. Damit kriegt man dann die großen Mehrwerte hin. Dann kommt man dann irgendwann auch zu so Spezialfragen. Einige Insektenarten brauchen ein bisschen mehr Rohboden, andere ein bisschen weniger
so. Also da kann man eine ganze Menge sozusagen immer wieder im Detail optimieren, immer in Bezug zu der jeweiligen Region, in der man sich befindet, weil Landwirtschaft und biologische Vielfalt sind natürlich alle an den Standort gebunden. Ja, standortgebunden, das haben wir auch schon gehört an den verschiedenen Facetten von Frau Peters und auch von Frau Köbele, dass es auch eben an den Standort gebunden ist, weil nicht alle Insekten überall auftreten zum Beispiel oder auch nicht alle Arten überall auftreten. Nun wird ja auch oft immer so diskutiert, einjährige oder mehrjährige Blühstreifen, welche Saatgutmischung nehme ich denn eigentlich? Das habe ich jetzt so herausgehört, Frau Peters. Wo sind denn eigentlich so die ganz praktischen Probleme oder Hürden, die Sie da einfach zu nehmen haben? Ja, also ich muss dazu sagen, wir sind da wirklich im regen Austausch mit den, wie wir sie gerne nennen, Experten und tauschen uns da regelmäßig aus. Was sind Verbesserungen auf unserer Seite oder auch auf deren Seite? Und was die Leute vom IFAB uns beispielsweise sagen, ist, wir haben ja diese Vorschrift, dass wir eine einjährige Bearbeitung des Bodens machen müssen. Das ist eine Vorgabe, die eben politisch vorgegeben ist. Und die Experten sagen aber, es wäre eigentlich besser, wenn man den Blühstreifen so belässt, wie er ist. Das wäre besser für die Lebewesen, die sich da angesiedelt haben. Die Möglichkeit haben wir aber leider nicht. Wir haben jetzt schon mal selbst so ein Experiment gemacht, in dem wir praktisch einen Blühstreifen geteilt haben, haben die Hälfte zum Herbst hin abgemulcht, haben die andere Hälfte stehen lassen und tatsächlich haben die festgestellt, dass die Population dann eher in den nicht gemulchten Streifen übersiedelt, haben das im nächsten Jahr auch mal getauscht und dann hat sich das praktisch wieder umgesiedelt. Mhm. Das sind so Vorgaben. Dann sind wir ja schon praktisch einen Schritt weiter. Wir haben jetzt dieses Förderprogramm in Brandenburg, das war bis Ende letzten Jahres noch nicht. Das ist natürlich auch eine attraktive Sache dann für den Landwirt, wenn es ein Förderprogramm noch dazu gibt. Ja, das sind so die ersten Sachen, die mir einfallen würden dazu. Mhm. Also habe ich Sie richtig verstanden? Mehrjährig, einjährig ist die Frage, ob man den sozusagen mulcht oder ist eine Vorgabe oder ihn einfach stehen lässt. Herr Klein, was sagen Sie denn dazu? Das ist ja ein Konflikt. Was sollen die Landwirte denn da tun? Ja, es ist in der Tat ein Kontinuum. Von einjährig bis mehrjährig. Die meisten Untersuchungen, die wir in Auftrag gegeben haben, die wir kennen, deuten darauf hin oder belegen sogar, dass Mehrjährige einen höheren Effekt haben, wenn man es bemisst an der Vielzahl der Insektenarten und Tierarten, die dort ihren Lebensraum finden, die vor allem nicht nur ihre Nahrung finden, sondern dann in einem mehrjährigen Bestand auch Lebensraum zum außerhalb der Nahrungssuche auch zur Fortpflanzung und zum Überdauern finden. Insofern gibt es Spezialisten, die wirklich auf annuelle, sogenannte einjährige Pflanzen angewiesen sind, die dann eine Möglichkeit haben, sofern sie aus der Samenbank oder in der Saatgutmischung vorhanden sind. Aber der Trend und der generelle Aussage ist, je länger es etwas ungestört an einem Standort stehen bleibt, bis zu 5 Jahren, je besser ist es bei vielen Indikatoren, die man da herziehen kann. Und als mindestens sollte man in diese Förderbedingungen durchaus aufnehmen, dass es 1,5 Jahre ist, so wie es Frau Peters ja eben geschildert hat, die Effekte zeigen, wenn man es auch überjährig stehen lässt, dass da ein höherer Effekt auftritt. Also das heißt eigentlich konkret, man müsste die Förderregularien, die Vorgaben dort verändern. Ja, das ist an vielen Dingen aus unserer Sicht wünschenswert. Gut, also sagen wir es mal so, das Mulchen oder das Stehenlassen ist eins der Probleme. Die andere, die ich jetzt auch einfach gehört habe, dass man natürlich auf diesen ökologischen Flächen, Vorrangflächen eben keinen Pflanzenschutz machen kann. Frau Köbele, was haben Sie denn da in Ihren Unternehmen und Betrieben erfahren? Wie gehen da die Betriebsleiter damit um? Ja, also es ist natürlich durchaus sinnvoll und auch zielführend, dass auf den Flächen, die ich ausweise als Blühstreifen oder auch andere Maßnahmen, dass ich da keinen Pflanzenschutz anwende. Also ich glaube, sonst würden wir das ganze System ad absurdum führen. Ich glaube, Naturschützer sprechen da auch immer von einer Falle. Man lockt die Insekten rein und wenn man es dann abspritzt,
bringt man sie alle wieder um. Also das macht einfach keinen Sinn. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir schauen, wie viele von diesen Maßnahmen brauchen wir denn pro Betrieb oder auch pro Landschaftseinheit. Das Erste. Das Zweite ist, dass wir uns auch anschauen müssen, wie schaffe ich denn, das klang auch schon bei Frau Peters an, wie schaffe ich denn vernetzte Strukturen? Also ein Blühstreifen ist schön und gut, aber wir müssen es ja auch schaffen, eben Strukturen zu schaffen, sozusagen über die hinweg sich die Insekten oder andere Tiere auch bewegen können. Manche Insekten fliegen, manche Bienenarten fliegen nur 100 Meter weit und denen bringt dann ein Blühstreifen oder ein Hotspot nichts. Das heißt also, wir brauchen die Vernetzung über den Betrieb und wir brauchen dann auch die Vernetzung über die Betriebe hinaus. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir gemeinsam mit den Landwirten angehen müssen. Ja, Herr Krüger, Sie wollte ich ganz gern fragen. Als Naturschützer sagen Sie doch mit Sicherheit, Pflanzenschutz, das ist ein No-Go. Obwohl ich auch schon gehört habe, wie Frau Köble sagte, dass wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, so die Blattläuse in einen Kulturbestand einfliegen, man die eigentlich bekämpfen müsste, aber dann gleichzeitig eben auch andere Tierchen und andere Insekten natürlich auch im Blühstreifen auch schädigen würde. Was soll man tun? Gut, also damit haben Sie natürlich tatsächlich eines der ganz großen Themen in dem Konfliktfeld, das es ja durchaus immer wieder gibt, zwischen Naturschutz und Landwirtschaft angesprochen. Pflanzenschutz, No-Go, würde ich zumindest für die ökologischen Vorrangflächen auch ganz klar sagen. Auf den anderen Flächen wird es uns darum gehen müssen, zu gucken, wie kriegen wir die Intensität des Pflanzenschutzes möglichst weit reduziert, weil wir eine hohe, sehr hohe Grundbelastung haben. Das haben ja die Studien jetzt jüngst auch nochmal der Technischen Universität München bewiesen, dass die Grundbelastung, die wir in der landwirtschaftlichen Fläche haben, insgesamt so hoch ist, dass es für viele Arten und dann schon sozusagen vorbei ist in der Landschaft. Das wird einer der großen Themenblöcke sein, in denen es sicherlich auch, wo es in den Diskussionen der Zukunftskommission dann hoffentlich Schritte nach vorne gibt. Wenn man sich jetzt die ökologischen Vorrangflächen anguckt, dann, wie gesagt, klares No-Go für Pflanzenschutz. Und ganz großen Applaus für das, was Frau Köble gerade gesagt hat. Es geht um das Design der Maßnahmen. Es geht auch um das betriebsübergreifende Planen. Nicht in allen Regionen haben wir Betriebe, die so groß sind wie die Farm von Frau Peters, sondern wo dann Landwirtinnen und Landwirte durchaus ja auch mit Betriebsflächen von unter 50 Hektar sich da einfügen. Und wenn man da Vernetzungen erreichen möchte, dann ist es wichtig, sich sozusagen abzustimmen. Was wir eben auch im Blick behalten müssen, wir diskutieren jetzt ja gerade so ein bisschen die Blühstreifen. Wichtig ist ja auch zu sehen, dass Blühstreifen ein klassisches und gut sichtbares Beispiel für solche ökologischen Maßnahmen sind. Wir haben viele andere und insgesamt das Design. Wie groß mache ich und wie breit mache ich einen Blühstreifen? Wenn ich dann fürs Rebhuhn was machen möchte, dann muss ich eher in die flächenhaften Brachestrukturen und sowas reingehen. Bei Insekten sind es diese linienhaften Strukturen, die auch ganz gut funktionieren bei einer gewissen Mindestbreite. Also da haben wir auf jeden Fall viele Dinge, die wir gemeinsam entwickeln können und wo wir die Förderinstrumente in Zukunft auch stärker darauf ausrichten müssen, dass diese betriebsübergreifende Kooperation auf so einer Gemeindeebene oder Landkreisebene oder was in der jeweiligen Region auch sinnvoll ist, dann gefördert werden und besser dann umgesetzt werden können. Ja, Frau Peters, könnten Sie damit leben, auf Pflanzenschutz zu verzichten, auf solchen Vorrangflächen? Wie gehen Sie damit um auf Ihrem Betrieb? Ja, wir sehen das differenziert. Also ja, zum einen haben wir ja erstmal sowieso die Vorgabe, dass wir auf diesen Flächen nichts machen dürfen. Wir haben aber jetzt auch schon nach den ersten Jahren gesehen, auch im Austausch mit dem Herrn Olix von der ersten Vorwärtsfarm hier in Deutschland, dass nach einigen Jahren beispielsweise Gräser sehr stark durchwachsen und die praktisch wieder zu entfernen aus diesen Blühstreifen ist halt mechanisch kaum möglich. Da war schon mal die Idee oder die Diskussion im Raum, kann man da vielleicht ein gräserspezifisches Herbizid benutzen? Haben wir nicht gemacht, dürfen wir auch nicht, aber ich muss sagen, nein, ist keine Möglichkeit für uns, komplett auf Pflanzenschutz zu verzichten. Insgesamt bei den ökologischen Vorrangflächen machen wir es natürlich so. Aber ich merke schon immer wieder, es kommt so sehr stark durch, dass einfach auch die Landwirte gerne auch Beratung wollen. Sie werden ja auch beraten von verschiedenen Institutionen. Auch die Frau Köbel hat gesagt, dass sie auch immer wieder Fragen von Landwirten auch beantwortet. Jetzt kommt eine Frage aus von unseren Zuschauern. Herr Dr. Klein, gibt es eine Beratungsstelle, die Empfehlungen für den Anbau von Blühstreifen und anderen Maßnahmen macht? Und an wen könnte sich denn jemand wenden?
Ja, da gibt es ganz viele. Die entsprechenden Ausgestaltungen der Programme sind ja Bundesland unterschiedlich. Und insofern sind die meisten Landwirtschaftskammern oder die entsprechenden Institutionen in den Bundesländern, aber auch den Naturschutzverwaltungen, die Verbände in der Lage, da kompetente Beratung zu geben. Nichtsdestotrotz ist auch für uns auf Bundesebene immer wieder eine wichtige zusätzliche Qualifikation der Berater im Zentrum stehend, als auch die gefördert wird. Frau Peters ist ja auch in der Ausbildung tätig. Auch hier sehen wir, dass nicht nur die Artenkenner bei den Expertinnen und Experten weniger werden, sondern dass auch das Wissen darum in die land- und forstwirtschaftliche Ausbildung wieder gestärkt werden sollte. Aber die Beratungsstellen die heißen in jedem Bundesland etwas anders. Es gibt das Kompetenzzentrum in Niedersachsen, Landwirtschaftskammer Veitshöchheim. Also es ist die föderale Vielfalt. Frau Köbele, Sie haben noch was zu ergänzen. Genau, ja. Vielen Dank. Ich würde gerne auf den Punkt von Herrn Klein nochmal eingehen, weil wir das auch wichtig finden. Ich glaube, man muss beim Thema Ausbildung, wie Sie es auch sagen, oder Bildung, kann auch in Deutschland viel gemacht werden. Das ist einmal das Thema, dass man zum Beispiel im Bereich landwirtschaftlicher Ausbildung den Schwerpunkt Naturschutz oder auch Biodiversitätsschutz sicherlich noch stärken könnte. Umgekehrt auf Seiten der naturschutzfachlichen Ausbildung oder Studiengänge kann man sicherlich auch noch mehr die landwirtschaftliche Perspektive mit reinnehmen. Das würde uns, glaube ich, helfen. Die Konfrontation auch in dem Bereich, die es ja durchaus gibt, noch stärker zu reduzieren und da auch wirklich eine gemeinsame Ebene des Dialogs zu finden. Das finde ich sehr wichtig. Und was Sie auch gesagt haben, finde ich auch wichtig, dass wir in Deutschland ja in den Bundesländern ganz unterschiedliche Beratungsstrukturen haben. Und eigentlich müssen wir dahin, dass wir ein flächendeckendes Netz haben an Biodiversitätsberatern für Landwirte. Und da sind die Bundesländer ganz unterschiedlich aufgestellt. Jetzt in der Folge dieser Volksbegehren Artenvielfalt gibt es ja in Bayern und Baden-Württemberg das Anliegen, die sozusagen aufzustocken, die Berater, ist, glaube ich, auch wichtig. Aber in anderen Bundesländern sieht es da sehr mau aus. Ja, also da ist sicherlich noch ein bisschen auch Nachholbedarf und auch vielleicht, sagen wir mal so, auch von den Behörden, das noch stärker in den Vordergrund zu stellen, dass sie einfach diese Beratung auch anbieten. Jetzt kommt noch eine Frage unserer Zuschauer, vielleicht an Herrn Dr. Klein. Und zwar, es wurden Blühstreifen in den 80er und 90er Jahren ursprünglich als Teil der integrierten Schädlingsbekämpfung entwickelt. Arbeitet man an dieser Form der integrierten Schädlingsbekämpfung noch weiter? Der integrierte Pflanzenschutz ist ja eigentlich auch rechtlich verpflichtend, dass er angewandt wird. Das ist in den 80er Jahren von Seiten der Landwirtschaft entwickelt, gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz. Da zählen auch solche Landschaftselemente und Refugialräume und zur Wiederbesiedlung nach Pflanzenschutzrecht solche Ausschnitte aus der Landschaft dazu. Wir würden uns wünschen, dass der integrierte Pflanzenschutz deutlich stärkeres Gewicht bekäme, jetzt auch bei der Zukunft der Diskussion, wie Pflanzenschutz eine Anwendung stattfinden wird in Deutschland. Ist ja auch wieder stärker einfach in den Fokus, zumindest auch als Begriff, wieder in die Diskussion reingekommen. Nun ich denke, die Diskussion um die Biodiversität, um die biologische Vielfalt, bringt auch den Begriff der Schadensschwelle wieder stärker in die Diskussion. Ja. Auch da wird man die Diskussion fortführen müssen und Lösungen entwickeln. Nun sind, sagen wir es mal so, Blühstreifen ja nicht die einzige Maßnahme, die man ergreifen kann. Frau Peters, ich weiß, Sie experimentieren auch mit Untersaaten. Was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht? Was können Sie Ihren Kollegen weitergeben? Ja, auch bei dem Thema Untersaat im Getreide experimentieren wir, genau, auch seit 3 Jahren. Wir haben praktisch unseren Reihenabstand im Weizen erweitert und drillen dort auch verschiedene Untersaatmischungen ein und haben da, ja, wie soll ich sagen, differenzierte Ergebnisse gesehen. Also man muss natürlich dazu sagen, dass wir in den letzten 2 Jahren eine starke Dürre hatten.
Deswegen muss man diese Effekte auch immer mit einrechnen. Aber wir hatten die Probleme im ersten Jahr, dass Untersaaten gar nicht aufgelaufen waren. Wir haben es dort im Weizen und im Roggen gesehen. Der Roggen ist so schnell zugewachsen, dass die Untersaaten da gar keine Chance mehr hatten. Aber auch im Weizen hat es nicht funktioniert. Im zweiten Jahr haben wir eine andere Mischung ausprobiert. Die ist leider über den Weizen hinausgewachsen, sodass wir diese Idee, die dahinter steckt, dass man praktisch sauberes Getreide, also qualitativ hochwertiges Getreide erntet und dann die Untersaat als Begrünung auf dem Acker verbleibt, auch nicht möglich war. Und nun haben wir jetzt im dritten Jahr, sind wir wieder ein bisschen zurückgegangen und haben Exaktversuche bei uns auf den Feldern angelegt, die aber gestern erst beerntet wurden. Deswegen kann ich die Ergebnisse aus diesem Jahr noch nicht kundtun. Ja, also ein großes Experimentierfeld auch dabei. Und Frau Köble, Sie haben sicherlich auf Ihren Betrieben auch noch ganz andere Maßnahmen kennengelernt. Vielleicht können Sie ganz kurz sagen, was es denn noch so für Möglichkeiten gibt, Biodiversität zu fördern. Ja, das Spektrum ist sehr, sehr breit. Wir haben einen Betrieb im Rheinland zum Beispiel, der auf 95er Bodenpunkten mittlerweile 20 verschiedene Maßnahmen macht, von den Blühstreifen über auch die weite Reihe, aber auch zum Beispiel so Dinge wie Bodennisthilfen für Insekten. Viele Insekten sind ja bodenbrütend und denen hilft man nicht mit diesen schönen Insektenhotels, sondern da braucht man was im Boden. Und der hat dann einfach Muttererde aufgeschichtet und eine Kante abgeschnitten zur Südseite hin. Und da sieht man, dass da sehr, sehr viel los ist. Zum Beispiel die Wildbienen dort brüten. Er hat eine Ackerbrache angelegt. Also wie gesagt, 20 bis zu 20 verschiedene Maßnahmen, auch zum Teil für Vögel. Feldleichenfenster ist so ein Klassiker, der relativ einfach ja umzusetzen ist, auch für Landwirte. Saatmaschine anheben und dann ein 5x5 ungefähr großes Stück sozusagen freilassen. Da kann die Feldlerche landen und dann rundherum dort brüten. Ist auch eine Maßnahme, die eigentlich, wo wir sehen auch anhand der Monitoring-Daten, dass es sehr gut funktioniert. Also es gibt eine große Bandbreite. Ich glaube, also unsere Erfahrung ist, dass je nachdem, was auch in den einzelnen Bundesländern gefördert wird oder nicht, das ist so der erste Orientierungspunkt für die meisten Landwirte. Wir sehen aber auch, dass es viele Landwirte gibt, die, auch wenn es keine Förderung gibt, durchaus bereit sind, Sachen auszuprobieren. Und da, glaube ich, können wir noch viel gemeinsam erreichen. Mhm. Ja, wir sind eine ganze Vielfalt an Maßnahmen. Das höre ich auch immer wieder heraus. Herr Dr. Klein, was sind denn da die am meisten bringen? Nun, verwenden wir doch das deutsche Wort. Biodiversität ist biologische Vielfalt. Und das Wort macht klar, es geht um Vielfalt. Und wenn ich in ein Schnitzelhaus gehe, ist die Speisekarte etwas eingeschränkt. Gehe ich aber in ein Restaurant, was regional die Dinge anbietet, die zurzeit in der Umgebung verfügbar sind, ist das Angebot breiter. Und ähnlich ist es auch hier der Fall. Ich glaube, wir sollten weniger nach einem Rezeptbuch suchen, wo 60 Gramm Zutat A mit 500 Gramm Zutat B genau in einem Rezept sind, sondern was wir brauchen, ist eher ein Zutatenbuch. Was braucht man? Und der landschaftliche Aspekt, den wir ja schon angesprochen hatten, ist da zum einen wichtig. Wir brauchen diesen landschaftlichen Ansatz der Vernetzung. Wir brauchen ein bisschen mehr Dynamik in der Landschaft. Es ist auch nicht schlimm, wenn man eine Saat in einem Jahr auf einem Stück des Streifens nicht aufläuft. Das ist das wissenschaftliche Ergebnis, wohlwissend, dass die Förderregularien und EU-Kontrollen dort zum Teil das anders sehen. Aber es ist doch jetzt schon ein Stück auf dem Weg, wenn der Europäische Rechnungshof kritisiert, dass die Gelder, die über die Agrarpolitik ausgereicht werden, für den Ziel des Schutzes und Erhaltung und Förderung der Biodiversität nur sehr eingeschränkt Wirkung entfalten. Also hier ein bisschen mehr Mut auch in den Regularien, in den Förderbedingungen, Dynamik zuzulassen, Prozesse zuzulassen, Dynamik räumlich und zeitlich, würde, glaube ich, viel helfen. Und dann helfen alle diese Maßnahmen, die dankenswerterweise für viele Landwirtinnen und Landwirte ja auch jetzt erprobt werden, zum Teil über die 5%, die gefördert werden, hinaus aus eigenem Antrieb und auch in ihrer Gemeinschaft und sich zusammentun.
Da ist ja auch Bewegung bei den Landwirtschaftsverbänden zu erkennen in diese Richtung, und die Beratung helfen dabei. Und etwas, was am besten ist, das muss aus dem landschaftlichen Kontext auch gesehen werden, was ist in der Landschaft auch am meisten inzwischen im Defizit? Das kann in der Landschaft das Rebhuhn sein, was Kollege Krüger schon erwähnt hat. Woanders ist es der Feldhamster, der jetzt gerade jüngst auf die rote Liste, internationale rote Liste der IUCN der bedrohten Tierarten gestellt wurde. Also auch hier wieder Deutschland mit einer besonderen Verantwortung, die in den entsprechenden Fördersätzen eben auch sich niederschlagen muss. Ja, Förderpolitik oder Regularien war ja auch hier immer wieder ein Stichwort, dem die Landwirte einfach auch zu kämpfen haben, mitunter auch, weil die Regularien eigentlich sich vielleicht auch widersprechen oder auch dem Naturschutz widersprechen. Herr Klein, Sie kennen, nicht Herr Klein, Herr Krüger wollte ich jetzt mal sprechen dazu, weil Sie ja auch Verwaltungserfahrung haben. Was muss denn eigentlich an der Förderpolitik wirklich ganz konkret geändert werden? Naja, zum einen müssen wir in den Förderregularien deutlich stärker vom Ziel her denken, so wie es Herr Klein eben beschrieben hat. Also was sind die Dinge, die wir in den Landschaften erreichen wollen? Was sind die Dinge, die wir auch mit den landwirtschaftlichen Betrieben erreichen wollen? Weil Maßnahmen müssen auch ins Konzept von Betrieben noch passen. Und man hört ja immer dann wieder so Verwaltungsverfahren, Antragsverfahren und all diese Sachen sollen möglichst einfach gemacht werden. Ich bin da inzwischen so ein bisschen skeptisch, nachdem ich ja selber aus der Verwaltung komme und man 10, 20 Jahre lang versucht hat, es immer wieder einfacher zu machen, und am Ende ist es fast immer nur komplizierter geworden. Von daher finde ich, habe ich eine hohe Sympathie für diese Diskussionen, die es momentan gibt, zu sagen, vielleicht können wir die Maßnahmen, über die wir hier reden, auf so einer regionalen Ebene gemeinsam machen in den landwirtschaftlichen Betrieben. Da gibt es ein sogenanntes niederländisches Modell, das ist dort entwickelt worden, wo man gesagt hat, man bündelt die Bearbeitung von diesen Agrarumweltmaßnahmen, setzt die dann im räumlichen Kontext auch gemeinsam mit allen beteiligten Landwirten um. Und die ganze Antragsarbeit und Abrechnungsarbeit und auch die Anlastungsrisiken dafür liegen dann auf dieser Planungs- und Umsetzungsebene oberhalb des Einzelbetriebes. Das ist doch sicherlich ein bisschen tricky. Es könnte aber sein, dass jetzt bei der anstehenden Reform der europäischen Agrarpolitik dieses niederländische Modell auch in Deutschland mehr möglich wird. Und das könnte ich mir vorstellen, könnte dann ein echter Schritt sein, um den einzelnen Betrieb von Verwaltungsaufwand zu entlasten und dann einen einfacheren Zugang letztlich auch zu guten und gesteuerten Maßnahmen zu bekommen. Obwohl jetzt mal einer unserer Zuschauer auch jetzt einfach mal anmerkt, dass die Behörden auch zuweilen auch etwas überfordert sind, was die verschiedenen Richtlinien jetzt zum Beispiel bei Blühstreifen angeht, dass sie damit auch überfordert sind, wie sie das dann letztendlich umsetzen sollen oder auch pflegen sollen. Also ich glaube, da ist doch wohl noch eine ganze Menge in der Verwaltung auch dann zu tun. Und natürlich das Ziel, die Entlastung auch der Landwirte von Bürokratie. Das ist so ein bisschen das, was natürlich rauskommt, wenn wir sagen, wir haben Geld, das letztlich aus der europäischen Ebene kommt. Da gibt es eine Rahmenverordnung auf der Bundesebene. Dann gibt es dann die Umsetzung in den einzelnen Bundesländern. Dann wieder den Schritt, nächsten Schritt in die Verwaltungsebene der einzelnen Länder. Oft ja in einer Mischung zwischen Agrarverwaltung und Naturschutzverwaltung. Also viel komplexer kann man es auch nicht organisieren, würde ich es mal nennen. Ja, also entkomplex, also weniger komplex machen wäre sicherlich sinnvoll. Frau Peters, wie sehen Sie das? Was brauchen Sie denn als Landwirt? Auf Förderebene gesehen? Von der Förderpolitik. Was wünschen Sie sich eigentlich? Ja, im Prinzip sind wir ja schon, habe ich ja vorhin schon erwähnt, schon mal einen Schritt vorangegangen, weil wir in Brandenburg jetzt auch so ein Förderprogramm haben. Die Rahmenbedingungen, die da jetzt vorhanden sind, sind für uns eben noch nicht ganz optimal. Also wir haben ja dort innerhalb dieses Förderprogramms eine Mischung vorgegeben, die wir auch von unseren Experten vom IFAB-Institut mal haben prüfen lassen oder mal rüberschauen lassen haben. Und die haben festgestellt, da sind Arten bei, die bei uns aus ihrer Erfahrung gar nicht auflaufen werden. So, jetzt gibt es dort aber die Bedingungen, dass wenn ich diese Mischung ausbringe, müssen alle Arten auch auslaufen. Ansonsten kriege ich die Förderung nicht. Da haben wir dann natürlich wieder einen Konflikt. Also da muss, glaube ich, einfach mehr Austausch noch entstehen von den Praktikern und denen, die eben diese Bedingungen stellen. Das ist ein großer Punkt, den wir noch sehen.
Ja, also der Herr Krüger, er nickt. Er stimmt Ihnen auch einfach zu, dass da sicherlich noch einiges gemacht werden muss. Mit der Förderung verbunden ist natürlich auch eine Honorierung. Sie haben auch an Frau Peters angedeutet, dass das den Landwirten ja auch gut tut. Und sie sollen ja eigentlich auch immer noch mehr machen und fordern natürlich auch einfach eine Honorierung, die auf, ja, auch auf EU-Ebene eingefügt oder eingebracht werden soll. Die Frage ist natürlich nur, an welche Kriterien ist es gebunden? Und vor allem, da kommt ja dann die Frage auch auf, wie kann man das eigentlich überhaupt messen? Wie kann man das feststellen? Und wie kann man auch so eine Honorierung an bestimmte Bedingungen einfach überhaupt knüpfen? Frau Köbele, vielleicht einfach aus Ihrer Erfahrung, wie gehen Sie damit um? Wie messen Sie das vielleicht auch? Was beobachten Sie? Nutzen die Maßnahmen? Und wie können Sie es auch irgendwie belegen oder messen? Also was wir auf den Betrieben, mit denen wir zusammenarbeiten, ja machen, wie es Frau Peters auch schon erwähnt hat, ist, dass wir eben die Maßnahmen überprüfen, ob sozusagen die Maßnahme auch zu dem führt, was wir wollen, nämlich Erhöhung der Biodiversität. Wir legen da immer gewisse Zielarten fest, beziehungsweise unsere Naturschutzpartner machen das. Und die werden dann eben beobachtet und man sieht dann durchaus positive Entwicklungen. Natürlich ist das immer auch schwankend, abhängig vom Klimawandel oder vom Wetter etc. Aber das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Anliegen der Landwirte, dass sie sagen, wenn ich so einen Blühstreifen mache, dann habe ich als Landwirt auch den Anspruch, dass der gut steht. Der soll dann genauso gut aussehen wie der Weizen, der daneben steht. Also der Landwirt selbst hat auch diesen Anspruch, dass die Maßnahmen, in die er ja Zeit und Geld investiert, dann auch wirklich was bringen. Das heißt, er möchte auch wissen, was ist denn der Output sozusagen, den ich generiere an x Insekten oder x Brutpaare Feldlerche. Also ich glaube, da müssen wir auch den Landwirten helfen, diese Qualität sozusagen, die sie da produzieren, zu messen. Vielleicht kann Digitalisierung da helfen. Also es gibt bestimmt da noch viele Möglichkeiten, wie wir da noch weiter auch den Landwirten Instrumente an die Hand geben, um da ihnen auch dieses Verständnis dafür zu geben, was habe ich eigentlich kreiert mit diesem Blühstreifen? Was habe ich denn gefördert dadurch? Das ist, glaube ich, wichtig. Herr Krüger, Sie wollten dazu was sagen. Ich glaube, was wir alle sehen, ist, dass wir einfach mitunter noch genauer hingucken müssen. Über lange Jahre ist eben gar nicht genug gemonitort worden und evaluiert worden, was die einzelnen Maßnahmen dann wirklich gebracht haben. Und erst wenn wir das so ein bisschen wieder verstetigt haben, können wir im Prinzip auch Grundannahmen treffen, sodass vielleicht ein 100%-Monitoring nicht mehr auf jeder Einzelfläche da ist, sondern dass man eben sagt, okay, in dieser Region, unter diesen Wetter- und Rahmenbedingungen, die wir dieses Jahr hatten, wissen wir, Bruterfolg und Stetigkeit von Feldlerchen war so und so, Akzeptanz bei den Blühstreifen, weil die und die Arten sind vielleicht nicht aufgelaufen, hat dazu geführt, dass die und die Insekten vielleicht nicht da waren, aber dass vielleicht ein paar Rohbodenstandorte in diesem Blühstreifen da waren, die wieder für Wildbienen einen Lebensraum geboten haben. Also ich glaube, wir müssen lernen, wieder genauer hinzugucken und das Thema auch wirklich ernst zu nehmen und nicht nur zu sagen, wir machen das und schaffen irgendwas und gucken gar nicht, was dabei am Ende rauskommt. Also dieses Stichwort Monitoring ist für mich ein genauso wichtiges Stichwort wie am Anfang der ganzen Kette die Frage von Beratung und Information von Landwirten und Unterstützung beim Monitoring. Das wäre dann sicherlich etwas, da gucke ich Richtung BFN, da gucke ich Richtung Landesbehörden und da gibt es ein paar Projekte, in denen jetzt solche Sachen schon mal vorgedacht werden, aber das müssen wir verstetigen, weil die standörtlichen Bedingungen und die klimatischen Bedingungen in Deutschland halt auch so divers sind. Da reicht es nicht, auf einen Betrieb oder auf zwei Betrieben zu gucken. Frau Feder, Sie wollten das auch gerne ergänzen. Ich wollte nur zum Thema Honorierung auch sagen, das, was Frau Köbele gesagt hat, dass wir natürlich den Anspruch haben, einen gut oder einen hochqualitativen Weizen zu bauen und dann eben auch der Blühstreifen dann ähnlich aussehen soll. Ich meine, wenn wir praktisch unsere Flächen im Förderantrag im EU-Förderantrag angeben, dann wird eine Fläche, die mit Weizen bestellt ist, mit dem Faktor 1 berechnet und der Blühstreifen mit 0,7. Das ist schon mal ein Unterschied. Und ich will einfach nur sagen, also man kann keinem Landwirt, der sagt, ich mache keinen Blühstreifen, sondern baue auf dieser Fläche Weizen an, keinen Vorwurf machen. Am Ende des Tages muss er eben auch wirtschaftlich rechnen und seine Leute bezahlen. Also das ist auch so ein Punkt, weshalb ich glaube, dass so ein Austausch der einzelnen Institutionen noch ganz wichtig ist, dass man die Praxis damit einbezieht und dann gemeinsam nochmal Richtlinien auch überarbeitet eventuell.
Einer unserer Zuschauer merkt zum Beispiel auch an, dass eben es ein Problem gibt. Natürlich, nach 5 Jahren müssen eben solche Blühstreifen ja, oder auch wertvolle Brachen umgebrochen werden, weil sie sonst eigentlich den Ackerstatus verlieren. Wird es denn da eigentlich irgendwelche Änderungen geben, Herr Dr. Klein? Das wäre unser Wunsch. In diese Richtung beraten wir auch. Und die jetzigen Anzeichen für die nächste Förderperiode lassen einen da allerdings nicht optimistisch gestimmt sein. An der Grünlanddefinition, ich glaube, das ist ein gemeinsames deutsches Anliegen, dass wir hier vorankommen und bessere Lösungen finden. In den jetzigen Vorschlägen, die in Brüssel diskutiert werden, ist dies noch nicht enthalten. Wie sehen das Sie das, Herr Krüger? Da müsste dringend was getan werden, gebe ich vollkommen recht, weil das natürlich dazu führt, dass wichtige Maßnahmen dann einfach wieder untergebuttert oder unter Flug genommen werden müssen und damit der große Erfolg, der vielleicht erreicht worden ist, kaputt gemacht wird. Also von daher volle Unterstützung auch unserer Seite, und Herr Klein hat es ja gerade gesagt, da lobbyieren wir auch in Brüssel Seite an Seite, aber es sieht momentan nicht gut aus, so wie ja insgesamt der Verhandlungsstand in Brüssel nicht so wahnsinnig fröhlich stimmt. Ja, da kommt natürlich dann auch die Frage, dass ich sage jetzt mal, auch die Landwirte vielleicht auch langsam ein bisschen die Lust daran verlieren, sich für Biodiversität, für Blühstreifen einzusetzen, wenn sie einfach so viele Hürden zu überwinden haben. Wie wollen Sie, also Herr Krüger, vor allem aus Sicht des Naturschutzbundes, wollen Sie ja die Landwirte noch mehr motivieren, etwas zu tun? Wie soll das passieren? Also aus unserer Sicht muss es schon so sein, dass Landwirtinnen und Landwirte, die sich da engagieren, dass sie das wirtschaftlich tragfähig machen können, dass die Maßnahmen, die da auch diskutiert werden, in die Betriebsabläufe und Betriebsstrukturen passen. Bei einem kleinen Familienbetrieb habe ich vielleicht andere Möglichkeiten als bei einer Farm, die vielleicht auch noch mit Angestellten arbeitet und all diese arbeitsökonomischen Sachen. Da lernen wir, denke ich, viel aus dem Franz-Projekt, das ja mit Förderung des Umweltministeriums und des Landwirtschaftsministeriums und gemeinsam mit dem Bauernverband, ich glaube, auf 11 oder 12 landwirtschaftlichen Betrieben genau solche Untersuchungen mal macht. Also nicht nur die Naturschutzseite anguckt und nicht nur die Geldseite, sondern auch die Arbeitsstrukturseite. Und ich glaube, und das werde ich nicht müde zu sagen, wir müssen wieder stärker ins Gespräch kommen, denn am Ende wird es immer auch die Motivation eines Landwirts, einer Landwirtin brauchen, um diesen Weg zu gehen, damit es wirklich gut wird, um diese extra Meile, sage ich mal, zu gehen, damit es eben nicht nur ein Blühstreifen wird, sondern ein gut gemachter und toller Blühstreifen, der am Ende auch viel bringt. Und wir haben auf diesem Weg des Miteinanderredens sicherlich auch echt ein paar spitze Steine, die da noch liegen, gerade was diese Frage angeht, was muss sozusagen ein landwirtschaftlicher Betrieb schon tun, um die Grundförderung aus der ersten Säule noch zu bekommen. Das sind ja die klassischen Kampflinien in der Diskussion. Das sollte uns aber, finde ich, nicht davon abbringen, dieses Gespräch und diesen Diskurs zu suchen, auch wenn das manchmal schwierig ist, auch wenn das manchmal dann emotional werden kann. Ich finde, es ist es wert, dass wir diese direkten Sachen wieder auch direkter austauschen und dass diese Sprachlosigkeit, wo man dann nur noch so auf institutioneller Ebene, meinetwegen am Lobbyrundentisch in Berlin sich getroffen hat, das muss vorbei sein, denn Biodiversität und Landwirtschaft finden beide in der Region, in der Fläche statt. Da müssen dann auch die Lösungen versucht werden, gemeinsam zu denken und zu entwickeln. Also ich glaube, da sprechen Sie einem unserer Zuschauer auch aus dem Herzen, der eine konstruktivere und bessere Zusammenarbeit auch mit dem Naturschutzbund vermisst, auch gerne sich wünscht. Vielleicht können Sie da auch einfach in den verschiedenen Regionen auch noch ein bisschen mehr bewegen, Herr Krüger. Das würde den Landwirten, glaube ich, unseren Zuschauern wirklich helfen. Frau Köble, wie sehen Sie das denn? Wie kann man die Landwirte noch mehr motivieren, noch mehr für Blühstreifen und Co. zu tun? Also ganz wichtig, wie ich schon am Anfang gesagt habe, Beratung. Also einfach informieren. Viele Landwirte, mit denen wir sprechen, und wir haben in so einem Pilot jetzt auch selbst Biodiversitätsberatung gemacht mit einem Partner aus dem Naturschutz. Und da kommt immer wieder die Frage, ja, ich will was machen. Ich habe da auch Flächen im Kopf, die sind irgendwie zu trocken, zu nass oder zu schlecht geschnitten. Da komme ich eh mit der Spritze nicht rum. Was kann ich denn da tun genau? Also ich glaube, es fehlt den Landwirten auch oft wirklich an diesem, was genau kann ich auf dieser konkreten Fläche, die ich im Kopf habe, denn machen? Und die erste Frage ist da eigentlich nie, wie wird es denn gefördert, sondern es ist, wie ist es praktikabel?
wie komme ich an die Mischung ran? Wie schaffe ich, dass ich mir dann eben keine Ungräser, Unkräuter in den Acker hole, die ich dann nie wieder rausbekomme? Also das Management dieser Maßnahmen. Deswegen ist für mich dieser Punkt Beratung ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, da gibt es noch viel zu tun. Und ich finde auch diese, was Herr Krüger sagte, dieser Dialog auf Augenhöhe, dieser Austausch ist ganz wichtig und ist Landwirten auch sehr, sehr wichtig. Und da müssen wir einfach alle stärker dran mitarbeiten. Mhm. Ja, Herr Dr. Klein, das ist vielleicht auch eine Bitte an Sie, da in die Beratung einfach noch stärker einzuwirken, dass da vielleicht einfach noch mehr Empfehlungen auch von Seiten des Bundes oder aus den verschiedenen Regionen und Kammern einfach kommt. Was ja eigentlich auch immer wieder diskutiert wird, sind verschiedene Prozentsätze, die wir letztendlich für an Biodiversitätsflächen zur Verfügung stellen sollen oder die Landwirtschaft zur Verfügung stellen soll. 5%, 10%. Wie viel Fläche, Herr Dr. Klein, brauchen wir denn überhaupt, um noch mehr Biodiversität zu erreichen? Gibt es da überhaupt ein Maß, dass man sagen kann, das brauchen wir mindestens? Ich meine, dass wir natürlich so viel wie möglich haben wollen, ist klar, aber gibt es ein Mindestmaß? Ja, wir argumentieren von einem Minimum in unseren heutigen Agrarlandschaften heraus, weil so viel verschwunden ist und weggekommen ist. In unseren Forschungsvorhaben, die wir vergeben haben und die jetzt auch vor Veröffentlichung stehen und auch im Vorfeld dieser Diskussion um die ökologischen Vorrangflächen, sind wir von der rein forschenden und wissenschaftlichen Seite der Auffassung, dass 15-20% in einer Agrarlandschaft der biologischen Vielfalt Vorrang geben sollten. Dies setzt sich zusammen sowohl aus Landschaftselementen, den sogenannten Off-Crop-Standorten, als auch Maßnahmen, die in Crop, also im Feld, in der Bewirtschaftung sind. Die Kollegin hatte schon mit Untersaar, mit weiten Reihen, auch dort gibt es Möglichkeiten, voranzukommen, denn ein Teil der auch schützenswerten biologischen Vielfalt ist zusammen mit der Landwirtschaft und mit landwirtschaftlichen Anbauverfahren entstanden. Das heißt, diese Elemente brauchen auch weiter die Landbewirtschaftung. Und von daher ein grober Daumenvorschlag zwischen 15-20% würde einige der Probleme in der Agrarlandschaft vermutlich entschärfen. Ja, Dr. Klein, das ist natürlich eine Hausnummer. 15-20% ist ja noch mehr als das, was jetzt schon diskutiert wird. Frau Peters, ist das für Sie überhaupt realistisch? Also wir sträuben uns natürlich, so eine Zahl aufzustellen als oberste Regel, die dann jeder erfüllen muss. Die Frage ist auch, welche Strukturen würden dann in diese 15-20% reinzählen? Sind das jetzt Maßnahmen, die man neu anlegen muss? Oder sind das auch Landschaftsbiotope, die vielleicht schon vorhanden sind, die wir ja auch pflegen? Das wäre dann so eine Gegenfrage. Aber ich glaube, also sowohl Herr Krüger als auch Herr Klein hat ja vorhin schon gesagt, so ein Rezept aufzustellen, jeder Landwirt muss das befolgen in jedem Gebiet in Deutschland, in jeder betrieblichen Struktur. Ich glaube, das ist falsch. Also da muss eine Individualität entstehen, sodass jeder auf sich bezogen reagieren kann. Also wir glauben, dass das so eine Regel zu sagen, es müssen 20% sein, nicht richtig wäre. Mhm. Frau Köbler. Ja, genau dazu auch nochmal von meiner Seite. Wir sind auch gegen pauschale Prozentsätze. Klar, ich verstehe schon, dass es politisch natürlich einfacher ist, wenn man sagt, x Prozent pro Betrieb, aber dann produzieren wir nichts mehr. Also wir können nicht auf Hochertragsstandorten 15% Biodiversität machen. Ein Beispiel wieder aus dem Rheinland. Der Betrieb, mit dem wir da zusammenarbeiten, macht 3% von einer Fläche von 100 Hektar mit 95 Bodenpunkten durchschnittlich. Das ist für diesen Bereich schon sehr, sehr viel für eine Börderegion. Es gibt sicher andere Standorte, wo man sagen kann, da kann man mehr machen. Ihr macht ja auch mehr, ja, im Verhältnis dann. Also ich glaube, da muss
man sich wirklich die Betriebe oder auch wieder die Landschaftsstrukturen angucken und sagen, hier sind es dann eben 3%, hier sind es 10, da können es auch vielleicht 20 sein. Aber das hängt ganz stark von den Standorten ab. Und wir wollen ja auch produzieren. Wir sind in Mitteleuropa gesegnet mit einer, mit einem guten Boden und einem noch gemäßigten Klima. Da können wir uns es nicht leisten, auf Hochertragsstandorten 20% einfach aus der Produktion nehmen. Aber man muss eben gucken, geht das in anderen Bereichen? Geht das ja, in Bereichen, wo eben weniger produziert wird? Und da würde ich auch noch mal gerne Herrn Krügers Meinung dazu hören. Ja, er hat sich nämlich auch schon gemeldet, Herr Krüger. Bitte schön. Genau, weil jetzt kommen wir in den Kern der großen Diskussionen, die wir immer führen. Ich würde das nicht so holzschnittartig sehen wollen von beiden Seiten. Also Herr Klein hat es ja gesagt, es ist das, was Wissenschaft sagt, was wir an Strukturelementen in der Landschaft wahrscheinlich brauchen, irgendwas zwischen 15% und 20%, hängt auch von den Artengruppen. Das kann für Vögel in einer Landschaft anders aussehen als für Insektenarten und so weiter und so weiter. Und er hat auch gesagt, dass es eine ganze Reihe davon gibt an Maßnahmen, die eher eine landwirtschaftsbewirtschaftungsintegrierte Sache sind, wie die weite Reihe, wie Untersaaten, wo es also nicht darum geht, auf 20% nicht Produktion zu machen oder aus der Landwirtschaft auszusteigen. Wenn wir aber, und das ist mir ganz wichtig, als Umweltorganisation vom Ziel her denken, wir wollen biologische Vielfalt in unseren Landschaften wieder entstehen und erwachsen lassen. Wir wissen alle um diese großen Zahlen des Verlustes bei den Feldvögeln, bei den Insekten, bei vielen anderen Artengruppen, bei den Wildkräutern und so weiter, weil die sich in den heutigen zum Teil intensiveren Anbaumethoden und landwirtschaftlichen Praktiken nicht mehr so einnischen lassen. Wenn wir also sagen, wir wollen biologische Vielfalt wieder entstehen lassen, dann wird es sicherlich so sein, dass man in einigen Landschaften vielleicht tatsächlich aus einer Kombination von Hecken, Feldgehölzen und Dauerstrukturen, die da tatsächlich nicht bewirtschaftet werden, und dann daran angepasst integrierten Maßnahmen wie weite Reihe und dazwischen solche Sachen wie Feldlärchenfenster, also Dinge mit einem vergleichsweise geringen Flächenbedarf und also wo man so eine Effizienz- und Effektivitätsbetrachtung machen kann. Da wird dann der Schuh draus, das muss man sich regional angucken. Aber ich würde ganz klar widersprechen, wenn es heißt, wir dürfen das nicht in Regionen machen, wo wir zum Beispiel hohe Bodenpunkte haben. Und wir machen das nur in Regionen, wo Landwirtschaft auf schlechteren Standorten oder mit schlechteren Rahmenbedingungen arbeitet und so eine gewisse Marginalisierung hat. Das wird sicherlich der Kern eines Aushandlungsprozesses sein, den wir da machen werden. Ich bin da sehr gespannt auch auf die Debatten in der Zukunftskommission, denn klar ist, das muss finanziert sein. Und das ist natürlich momentan der große Kasus Knactus. Wir haben eine Finanzierung, die an die Landwirtschaft geht, die in so einem 7-Jahres-Rhythmus immer wieder neu verhandelt wird. Das ist jetzt nicht wahnsinnig zukunftssicher. Wir sagen da auch als NABU ganz klar, wir müssen raus aus diesem System. Für uns ist es so, dass wir alles, was wir an Flächenprämien und sowas momentan noch sehen, wollen wir spätestens mit der nächsten Periode der Agrarpolitik nicht mehr sehen, sondern viel stärker Landwirtinnen und Landwirte konkret dafür fördern und dafür das Geld zu geben, wo man sagt, da werden dann die Dinge auch gemacht, die wichtig sind für den Klimaschutz, für die biologische Vielfalt, die Stabilität im ländlichen Raum, Lebensmittelproduktion und all diese ganzen Dinge. Also dieser gedankliche Wechsel weg von diesen Diskussionen, die wir jetzt über die letzten Jahre hatten, wo wir ja immer wieder darum ringen, was muss eine Landwirtin, ein Landwirt tun, um überhaupt die Direktzahlungen aus der ersten Säule zu bekommen, hin zu einer Logik, wo man sagt, es gibt gar nichts mehr so automatisch und pauschal für den bewirtschafteten Hektar, sondern es gibt nur noch etwas für Dinge, die klar definiert sind und einem bestimmten Ziel dienen, das dann gesellschaftlich vorher diskutiert worden ist und dann in so Förderrichtlinien reingeht. Ich weiß aber darum, dass das einen erheblichen Diskussionsbedarf noch mit sich bringen wird, weil natürlich auf den Betrieben die große Frage ist, das sind jetzt wohlfeile Worte, was kommt denn da am Ende finanziell bei rum und wo kommen denn eventuell auch zusätzlich erforderliche Gelder her, wenn sie nicht mehr aus der europäischen Agrarpolitik kommen? Ich weiß gar nicht, wie Frau Köbler war jetzt zuerst als die Ihnen gerne antworten will. Ich wollte nur eine Sache noch kurz klarstellen. Ich habe nicht gesagt, dass wir auf Hochertragsstandorten gar nichts machen sollten, sondern der Landwirt im Rheinland macht ja auch 3%, was aber für seine ja, Struktur, die er dort hat, sehr viel ist. Das heißt also, was ich sagen will, ist, dass wir es differenzierter betrachten müssen, was Sie ja eigentlich auch schon gesagt haben. Frau Peters, was sagen Sie zu den Ausführungen von Herrn Krüger? Also ich glaube, wir merken ja prinzipiell, dass wir gar nicht so weit alle voneinander entfernt sind. Aber den Punkt, den wollte ich jetzt noch kurz bringen. Also letztendlich sind wir ja Landwirt geworden, um Nahrungsmittel zu produzieren. Die
den Weizen, den ich anbaue beispielsweise, muss eine gewisse Qualität aufweisen. Das sind unter Rahmenbedingungen, die momentan herrschen, Stichwort Düngeverordnung, für uns schon nicht mehr möglich. Also wir haben jetzt in der diesjährigen Ernte gesehen, wir konnten keinen Brotweizen mehr produzieren. Sicherlich nicht nur die Düngeverordnung, aber die wird da mit reinspielen. Also am Ende können wir natürlich, wollen wir ja auch, Biodiversität in den Betrieb integrieren, aber eben integrieren, nicht, wie soll ich sagen, austauschen. Also am Ende müssen wir ja trotzdem die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln versorgen. Das ist ja eigentlich unser höchster Anspruch. Und diese Biodiversität, die wollen wir ja auch. Wir wollen ja, für uns ist ja Landwirtschaft und Umwelt eins. Also das soll auch so weiterhin sein. Und da gibt es Maßnahmen, deswegen probieren wir das ja auch. Aber trotzdem ist es schwierig. Und wenn jetzt ein Betrieb 100 Hektar bewirtschaftet und 20% ausschließlich Blühstreifen machen soll, sage ich jetzt mal, dann ist das für den schwer umzusetzen. Denn Ja, also Frau Peters, da sprechen Sie für viele Ihrer Berufskollegen, die auch hier aus unserem Zuschauer-Chat auch sagen, 15-20% sind zu viel. Herr Krüger, für Sie ist das nicht zu viel, ne? Nee, weil ich meine, ich möchte nochmal den differenzierten Blick darauf. Das ist das, was wir sagen, auf die Frage, was brauchen wir in unseren Landschaften, um biologische Vielfalt, um Artenvielfalt in der landwirtschaftlichen Fläche und in diesen landwirtschaftlichen Großlandschaften wiederherzustellen. Da sagen uns wissenschaftliche Erkenntnisse, nicht nur aus Deutschland, auch aus dem benachbarten europäischen Ausland, dass das für viele Artengruppen so um und bei dieser Größenordnung liegen wird. Das ist ja erstmal ein Fakt. Und jetzt muss man natürlich sagen, wie kriegt man sowas denn umgesetzt? Wie kriegt man es auch in eine Finanzierung umgesetzt? Und es geht ja nicht um 20% Blühstreifen oder um 20% Brache oder irgendwie sowas, sondern es geht darum, eine kluge Mischung darauf zu machen. Und ich glaube, da kommt man letztlich ja auch nochmal in diese Gesamtdiskussion darüber, die wir ja auch gesellschaftlich immer wieder haben. Was sind denn die sich verändernden Erwartungen an Landwirtschaft aus der Gesellschaft? Und da lernen wir, und so lese ich es zumindest, auch aus den vielen Zustimmungen zu den Volksbegehren, die in Bayern, in Baden-Württemberg, jetzt in NRW läuft eine Volksinitiative, ist es, glaube ich. Also da merken wir ja, da gibt es auch eine andere Anspruchs- und Erwartungshaltung aus der Bevölkerung. Ich gebe vollkommen recht, dass das natürlich oft eine Erwartungshaltung ist, die jetzt nicht davon darauf aufbaut, dass da sich Menschen unglaublich intensiv beschäftigt haben mit der Situation der landwirtschaftlichen Betriebe, der Anbaupraktiken. Das ist einfach nur das Signal, das aus der Bevölkerung kommt. Wir wollen weniger Höfe sterben, wir wollen mehr biologische Vielfalt, wir wollen wieder mehr Hecken und mehr Strukturen und all diese ganzen Sachen. Und ich glaube, dass wir das wirklich ernst nehmen müssen, weil ansonsten kommen wir in so eine Phase rein, wo am Ende die Mehrheiten für die Geldströme fehlen und. Also das wird dann im Prinzip immer schlimmer als immer besser. Und ich glaube, wir haben jetzt noch eine Chance, und ich finde das, was Frau Peters ja gesagt hat, ist ja richtig. Eigentlich sind wir nicht weit voneinander entfernt. Wir merken nur, wie bei uns allen gerade schon bei der Diskussion jetzt der Blutdruck so ein bisschen höher geht, und das ist ja auch richtig. Und das ist jetzt schade, dass man im Prinzip momentan nicht rund um einen Tisch sitzt, sondern online, weil das nimmt so ein bisschen die Dichte aus so einer Diskussion. Aber diese Diskussion, die müssen wir führen, und die müssen wir nicht nur auf der Bundesebene führen, sondern möglichst auch in den Regionen. Da haben Sie vollkommen recht oder sowas, weil ich glaube, wir haben nicht nur eine Vielfalt an Biodiversität, sondern wir haben auch eine Vielfalt an Themen, die wir so drumherum diskutieren müssen, auch natürlich ganz praktisch auch für die Landwirtschaft, aber auch, wie einer unserer Zuschauer anmerkt, wir haben ja auch Probleme mit der Besiedlungsdichte sozusagen. Wir verlieren pro Tag 60 Hektar. Das ist eine ganze Menge. Die geht uns ja auch letztendlich in der Biodiversität verloren. Ich möchte aber trotzdem auch nochmal zurückkommen. Wir wollen ja auch immer wieder noch messen und feststellen, wie können wir Biodiversität erreichen. Einer unserer Zuschauer fragt, Herr Dr. Klein, müssen wir nicht erstmal festlegen, eine Basislinie festlegen, wie viel wir, ich sage jetzt mal, an bestimmten Insektenarten haben wollen? Irgendwie ist das sinnvoll, das so runterzubrechen auf bestimmte Arten, auf bestimmte, ich sage jetzt mal, Ackerkräuter, gewisse Leitkulturen in puncto die Biodiversität? Macht das Sinn? Das macht dann Sinn, wenn man auch das Artniveau verlässt, außer es sind sehr seltene und gefährdete Arten, wo man fast einen Individualschutz machen muss, wie es vielleicht zukünftig schon beim Feldhamster und Rebhund der Fall sein wird. Aber ansonsten sind wir darauf angewiesen, dass wir Gruppen nehmen, dass wir Indikatoren nehmen, dass wir Dinge nehmen, die zu monitoren sind. Wir haben
33.000 Insektenarten und die in Deutschland allein. Und für jede einzelne hier ein Monitoring-Programm aufzusetzen, wird niemand das Ziel sein. Insofern brauchen wir da integrierende Indikatoren. Die Agrarvögel sind ein sehr beredetes Beispiel, Wildbienen und jede Art, die ausstirbt, ist ein Verlust, der nicht wiederherstellbar ist. Insofern mit so integrierenden Zielen kann man arbeiten, aber man kann nicht sagen, von Art A möchte ich eine überlebensfähige Population haben und das mal 33.000. Jetzt tun die Landwirte ja schon eine ganze Menge, wie auf dem Betrieb von der Frau Peters. Herr Dr. Klein, sehen Sie denn schon einen Fortschritt in puncto Biodiversität? Ja, den sieht man deutlich, auch wenn man die Presse verfolgt, wenn man die aus meiner Sicht Änderungen bei den Landwirtschaftsverbänden sieht, auch die Initiativen, die jetzt von der Industrie aufgegriffen sind, sind wir gerade dabei in diesem Gespräch, machen deutlich, dass diese Notwendigkeit auf Ebene des Schutzes der biologischen Vielfalt dringend etwas zu tun, zu einer Trendwende zu kommen. Das ist ein europäisches Ziel schon seit Jahren, das ist ein nationales Ziel, dass das aufgegriffen wird und auch vom Berufsstand der Landwirtinnen und Landwirte in diesem erwähnten Franz-Projekt, in vielen Demonstrationsprojekten. Was wir jetzt tun müssen, ist, den gesellschaftlichen Konsens herzustellen. Auch da haben wir mit dem Begriff des Gesellschaftsvertrages Anstöße geliefert, wo man jetzt sagen kann, die Zukunftskommission ist ein Ausfluss daraus, die gegründet wurde auf Bundesebene. Solche Diskussionen, auch in meinem Wohnort gibt es einen runden Tisch Landwirtschaft. Solche Diskussionen müssen geführt werden und es mit der Gefahr zu vermeiden, dass man individuelle Betriebe mit solchen Zahlen belastet, sondern die Landschaftsebene auch stärker in den Mittelpunkt zu nehmen und zu schauen, was da möglich ist, um zu dieser Trendwende zu kommen. Und dass da alle Beteiligten aufeinander schon zugegangen sind und auch weiter zugehen müssen, sehe ich durchaus. Das sehen Sie positiv. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Das macht Mut, auch einfach für die Landwirtschaft weiterzumachen. Und es gibt ja auch noch verschiedene andere Initiativen, natürlich auch, ich sage jetzt mal nicht nur die Landwirtschaft mit einzubeziehen, sondern auch die Städter, Haus und Garten, die Kommunen einfach, die sich für Biodiversität einsetzen. Es gibt ja jetzt in Baden-Württemberg, glaube ich, sollen diese Gärten des Grauens verboten werden. Das heißt also diese absoluten Steingärten. Ist auch noch einiges zu tun, um da die Menschen wieder auch zu sensibilisieren, dass es schön ist, eine Biene oder auch einfach einen Insektenflug auf seinem eigenen Balkon oder im Garten einfach zu beobachten. Ja, unsere Themenvielfalt ist genauso vielfältig wie die Biodiversität und wir könnten wahrscheinlich noch sehr, sehr lange diskutieren und miteinander sprechen. Und leider sind wir schon am Ende unserer Sendung. Ich möchte aber doch noch einfach mal ein paar ganz kurze Abschlussfragen stellen an Sie alle. Frau Peters, ganz kurz, was würden Sie Ihren Berufskollegen denn mitgeben und empfehlen? Meinen Berufskollegen? Ich würde sagen, sich nicht verschließen vor diesen neuen Sachen und ordentlich mitdiskutieren, wenn es ans Festlegen der Rahmenbedingungen für solche neuen Maßnahmen geht. Schön. Frau Köbele, was wird Bayer Crop Science denn konkret noch mehr für Biodiversität tun? Ja, also was wir jetzt versuchen, ist, dass wir von Einzelprojekten stärker in die Fläche kommen. Denn ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Ziel. Es ist gut, auf den Betrieben zu zeigen und auch Landwirte hinzubringen, welche Maßnahmen funktionieren, wie kann es gemacht werden. Aber wir müssen einfach jetzt den nächsten Schritt gehen und in die Fläche der Betriebe kommen. Und da haben wir mit unserer Biodiversitätsberatung den ersten Schritt gemacht. Da sind wir aber auch dabei, digitale Instrumente, Produkte zu entwickeln, die Landwirten auch auf dem Weg helfen können, Biodiversität weiter zu fördern. Herr Dr. Klein, was wäre denn für Sie jetzt am vordringlichsten zu tun? Die Rahmenbedingungen der Agrarpolitik so zu ändern, dass diese Trendwende der biologischen Vielfalt wirklich erreicht werden kann und die Diskussion und die Kooperationen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft fortzusetzen und zu einem Konsens zu kommen. Herr Dr. Klein, das war eine wunderbare Überleitung zum Herrn Krüger, der jetzt ja natürlich auch in der Zukunftskommission tätig ist und sein wird. Herr Krüger, was wollen Sie denn konkret in der Zukunftskommission bewegen?
Also mir geht es da wirklich darum, rauszukommen aus diesen Einzelfragen und erstmal als ganze große Frage zu stellen, was sind die Zielbilder für Landwirtschaft, die wir in 10, 15, 20 Jahren haben wollen? Was ist die Zahl, also in welche Richtung wollen wir? Welche Rolle spielt Landwirtschaft im ländlichen Raum? Wie viele Betriebe werden wir am Ende noch haben in Deutschland? Das sind ja alles Debatten, die den Rahmen dann dafür setzen und die dann sagen können, okay, wir wollen eine Landwirtschaft, die die und die Qualität an Lebensmitteln in der und der Menge produzieren kann. Wir möchten, dass es auf den Höfen eine Generationennachfolge gibt. Wir wollen kein weiteres Höfesterben sehen. Wir wollen die und die Landschaftsqualitäten haben und die Ökosystemqualitäten haben mit den dahinterstehenden Arten und Artenzusammensetzungen. Ich glaube, das ist das, was momentan noch gefehlt hat. Danach ausrichten kann man dann eben auch die einzelnen Förderpolitiken, sowohl die europäischen als auch die nationalen und die Landespolitiken. Wir müssen rauskommen so ein bisschen aus diesem Stückwerk, weil wir hatten es ja in der Diskussion jetzt auch so ein bisschen gesehen, da hängen unglaublich viele Dinge miteinander zusammen. Und wenn man, ich sag mal jetzt ganz böse, den Naturschutz und die Landwirtschaft damit alleine lässt, sich jetzt nur damit zu beschäftigen, wie kriegen wir auf der landwirtschaftlichen Fläche wieder mehr Artenvielfalt hin, dann ist das gut und wichtig und richtig. Und da gibt es auch vieles, was in die richtige Richtung jetzt so langsam anfängt zu laufen und wo man jetzt in die Fläche kommen muss, haben wir jetzt heute auch gesehen und gehört. Aber das hängt ja zusammen in diesen gesamtsystemaren Fragen. Eben für das Stichwort Gesellschaftsvertrag. Ich würde Zielbilder oder Leitbilder oder Zukunftsbilder sehen. Und da freue ich mich, dass in dieser Kommission wirklich aus den ganz unterschiedlichen Teilmengen der Gesellschaft, die zu diesem Thema diskutieren, dass wir da zusammenkommen und jetzt mal ein Jahr Zeit hat zu sagen, wie weit kommen wir denn da? Also ich bin da sehr, sehr hoffnungsvoll und hoffe, dass wir mit guten Berichten gute Anstöße liefern können. Dafür wünsche ich natürlich auch sehr viel Erfolg, weil wir haben auch heute wieder gesehen, die Zusammenhänge sind komplex, sie sind so vielfältig wie eigentlich die Biodiversität, die wir hier fördern wollen und auch müssen. Und dass der Dialog und die Auseinandersetzung miteinander, auch wenn es um kleine Probleme, um uns ganz, ganz praktische Probleme auch geht in der Landwirtschaft, aber auch natürlich auch auf Basis der Förderpolitik, dass man einfach miteinander reden muss, dass der Dialog einfach unheimlich wichtig ist, auf allen Ebenen und dass auch die Beratung auch sehr, sehr wichtig ist für die Landwirte, um auch dort einfach ein Stück weiter voranzukommen auf ganz praktische Art und Weise. Ja, wir werden diese Diskussion sicherlich noch weiterführen, nicht nur hier an dieser Stelle, sondern auch an vielen anderen Orten und Gremien und hoffen, dass wir einfach eine Balance finden zwischen der Ökologie und auch der Ökonomie, die beiden Parteien oder ich will nicht sagen Parteien, aber die allen Seiten nützt, letztendlich auch den Verbrauchern und unserer Lebensmittelproduktion. Ich kann mich an dieser Stelle nur ganz, ganz herzlich bedanken bei meinen Gästen hier im Studio und natürlich bei unseren zugeschalteten Gästen und auch bei unseren Zuschauern. Ich würde mich freuen, Sie bei unseren nächsten Gesprächen auch wieder mit spannenden Gästen natürlich begrüßen zu dürfen. Am 26. August geht es weiter und diesmal geht es um das Thema Klimawandel. Wie können wir ihm begegnen und welche Innovationen hält die Pflanzenzüchtung bereit? Meine Gäste sind unter anderem Stefanie Frank, die Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Pflanzenzüchter und der Wetterexperte Jörg Kachelmann. Und wir konnten auch den Präsidenten des Julius-Kühn-Instituts gewinnen, Professor Frank Ordern. Ich freue mich sehr, Sie beim nächsten Mal wiederzusehen. Weitere Informationen finden Sie wie immer auf unseren Websites von Bayer Crop Science oder von der Agrarzeitung. Bleiben Sie gesund. Ich freue mich auf Sie. Auf bald.